Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Alarm für Cobra 11 Burning Wheels. Ja, wir haben in der letzten Folge 31% geschafft und den Sachschaden auf über 1 Million getrieben, das ist ja unfassbar. So, fangen wir mit der Streife wieder an. So, Tankstelle Zentrum und dann nehmen wir mal hier... Welchen nehmen wir denn mal? Irgendein cooles Auto. Polizeikopie hatten wir glaube ich schon mal, ne? Aber egal, fahren wir nochmal. So, ne. Wir machen hier mal eine Straßensperre, ohne dass du mir hinten reinfährst. Hier Zentrale, Cobra 11, bitte melden. Hier Cobra 11, wir haben die Lauscher auf Empfang. Seid ihr noch in der Stadt? Heute war diese Kundgebung wegen des Kraftwerks. Der Chef von dem Laden braucht Begleitschutz. Dieser superreiche Vollschnösel? Genau der. Fahrt zum Pressezentrum und begleitet ihn zurück zum Bahnhof. Hat er kein Kindermädchen? Also nur zur Information, wir sind die Autobahnpolizei. Einfache Antwort. Der Auftrag kommt von ganz oben. Wie ich diese Mission hasse. So, Industriemagnat auf normal. Weil die zieht sich immer so. Doch, hier Blaulicht reicht. Diese ganzen Pressetypen, wie sollen wir denn da unseren Job machen? Einfach durchdringeln. Wenn du einem über den Fuß fährst, dann weißt du sofort, dass er falsch gestanden hat. Ich sehe niemanden, der abgeholt werden muss. Dann fahren wir halt auf die vordere Seite, auf die Vorderseite. Nein, nicht da rein. Ah, scheiße. So, gerade? Wo genau ist denn jetzt der Treffpunkt mit dem Kraftwerkchef? Er sollte vor dem Gebäude warten. Aber einen Moment. Wir bekommen gerade eine Meldung rein. Das klingt ja wieder alles super organisiert. Dann fahren wir einfach auf die andere Seite. Das ist ja großartig. Zack. Seh mir, Ben, hört ihr? Sind am Rohr. Schlechte Nachrichten. Der Mann wurde entführt. Und es gibt bereits eine Forderung der Entführer. Na wunderbar. Ein Mann hat bei der Polizei eine Beobachtung gemeldet. Ein Ausländer. Er hat die Fragen der Zentrale wohl nicht verstanden und keine Personalien genannt. Im Hintergrund war ein Funkgespräch zu hören. Also nehmen wir an, dass es ein Taxifahrer war. Das heißt, wir machen uns auf die Suche nach dem Taxifahrer? Versucht es bitte. Vielleicht findet ihr ihn ja. Dann kann er hoffentlich noch entscheidende Hinweise liefern. Na großartig. So, haben wir geschafft. Speichern. 5 Fahrzeuge müssen wir begleiten. So, Blaulicht an. Und dann Yalla. Mal, wie viele Taxis fahren hier eigentlich rum? Keine Sorge, wir werden eine Weile beschäftigt sein. Ja, das freut mich ja. Fährst du mir wirklich hinten rein da? Oder eher gesagt in die Seite. So, meine Damen und Herren. Zack, hier durchschlängeln und da nicht die Kontrolle verlieren. Das wäre ja... toll. Und sofort wieder runterfahren, das ist ja auch ein Traum. Bin ich gerade durch den Bus geglitscht. Ja, ich sag dazu nichts. Ja klar, guck mal, wie weit der weg ist. 1600, 1500. Wie weit denn noch, Kollege? Ja. Natürlich lande ich da auf dieser Insel. Guck mal, den können wir doch auch schon mal sofort... ich sag nichts dazu.
Warum wir den jetzt nicht einfach mitnehmen können, das ist mir ein Rätsel. Nein, wir müssen eine bestimmte Reihenfolge abklappern, die möglichst weit immer quer verteilt auf der Stadt, in der Stadt ist. Und diese Autos, diese Bremsen von den Autos sind auch Wunder der Technik, denke ich nicht. Seht ihr? Jetzt wieder 1100 Meter in die andere Richtung. Da hätten wir doch gleich da bleiben können. Oh Mann. So, hier durchschlängeln, schlängeln. Ich glaube, wir hätten oben drüber gemusst. Kann das sein? So, schaff ich's? Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Scheißspiel. So, ihr Gegenfahrbahn, juckt mich jetzt nicht. Ficken euch, geht mir aus dem Weg. Ihr Blaulicht und Sirene, damit er mehr Platz macht. Jetzt kommt er mir entgegen, nee, kommt er nicht. Kann ich hier irgendwo lang? Nee, natürlich nicht. Ah, ist doch gerade zum Kotzen, das ist doch wirklich. So, hier. Hier nehmen wir mal die Abkürzung. Die war nicht so kurz. Jetzt ist er wieder 600 Meter weg. Ich glaube, ich spinne. Da vorne ist er. Und das macht nichts, so geht mir auf den Keks. Du fährst mir nicht in diesen. Ich wollte gerade sagen, hörst du wohl auf zu hupen? Und. Ja, nee, ist klar. Und wieder in die andere Richtung, das ist ja... Okay, das ist jetzt wahrscheinlich meine Schuld, weil normalerweise wäre der ja da hinten noch gewesen. Aber dass man nicht einfach den nehmen kann, der am nächsten dran ist. Nö, man nimmt immer den, der möglichst weit weg ist. So, ein paar Spurenwechsel... Hier durch, jawohl. So. Mal kurz warten. Und er nimmt natürlich die andere Seite. Was auch sonst. So, 2 Sekunden halten. Mein Gott, wie lange brauchen die denn? So, das war jetzt, glaube ich, der vierte, ne? Hoffentlich. Oder? War es erst der dritte? Ich weiß es nicht. Nee, war der, müsste der vierte gewesen sein. Einfach mal kurz zum Ditcher gegeben, können wir den drehen. Nee, können wir nicht. Es geht nämlich nur, wenn das Spiel das will, dass wir Autos drehen. Dann geht das, sonst nicht. Oder er fährt sich einfach fest, keine Ahnung. Das ist nicht dein Ernst. Es ist jetzt nicht dein verfickter Ernst, dass das Auto einfach wegspawnt, wenn ich mich da reinstelle. Seh mir, Ben, wir haben Neuigkeiten für euch. Seid ihr da? Wo sollen wir denn sonst sein? Entschuldige, Dieter, Ben ist ein bisschen genervt. Den Taxifahrer haben wir bisher noch nicht gefunden. Das könnt ihr jetzt vergessen.
Ihr sollt zum Revier kommen. Hier wurde schon ein Wagen präpariert. Mit dem sollt ihr zur Geldübergabe fahren. Geldübergabe? Ich dachte, es geht um Umweltprobleme. Und jetzt ist es ein Fall von Erpressung? Einfache Antwort. Die Anweisung kommt von ganz oben. Ja. Dann holen wir uns eben die Spritschleuder und den Geldkoffer. So, zack. Wollte ihn nur mal ausreden lassen. Ja nicht irgendwie das gleiche Auto oder so. Na, dann wollen wir die Kohle mal abliefern. Aber dass so schnell gezahlt wird? Glaubst du, den juckt das? Das zahlt er doch aus der Portokasse. Schätze ich auch. So 240 und bremsen. 250 hatten wir sogar schon fast drauf. Und Vollgas geben. Auf und davon. Schon mal nicht, oder? Nein, das schaffen wir nicht. Dürfen wir jetzt nochmal neu machen. Scheiße. Eine verfickte Scheiße ist das doch. So, wiederholen. Na, dann wollen wir die Kohle mal abliefern. Aber dass so schnell gezahlt wird? Glaubst du, den juckt das? Das zahlt er doch aus der Portokasse. Gut, wenn man so schnell durch irgendwelche Sachen fährt, die nicht so stabil sind, dann glitscht man da einfach durch und es passiert nichts. Finde ich auch gut. Hat man ja gerade beim Zaun gesehen. So, Blaulicht anmachen, Tor auffüllen, reicht glaube ich nicht mehr, bis wir da hinten sind, um nochmal Vollgas zu geben, ne? Nee. Hätte man ein anderes Auto nehmen müssen. Aber guck mal, er zeigt uns auch an, geradeaus durch. Aber das passt nicht, liebes Navi. Das geht nicht. Wir müssen mal ein schnelleres Auto haben, aber das haben wir gerade nicht. Nein, dagegen war natürlich. Wenn ihn nicht Platz macht, dann kann ich auch nichts tun. Guck mal, jetzt ist der Weg immer noch kürzer angeblich, über das Ding zu springen, als hier lang zu fahren dieses Jahr. Na, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier ablaufen soll. Tja, so wie es aussieht, können wir den höchstens die Reifen platt schießen. Motor laufen lassen und aussteigen! Jacken ausziehen, Waffen und Wanzen weg, dann vom Fahrzeug entfernen! Sonst noch Wünsche? Ein Bauchtanz vielleicht? Ja, Chefin? Semir? Haben Sie den Mann freigelassen? Nein, keine Ahnung, wo der steckt. Ist aber noch nichts unternommen. Okay, Semir. Nehmen Sie die Verfolgung auf. Zu Fuß ist das ein bisschen schwierig, Chefin. Die Typen sind mit dem Geld im Auto gleich abgehauen. Die Verstärkung müsste gleich eintreffen. Dann nehmen Sie sich einen der Dienstwagen. Juhu, wir dürfen Porsche fahren. Können wir jetzt also ins Auto und so? So, das haben wir geschafft. Zeitlimit 5 Minuten. Zentrale für Cobra 11. Habt ihr ein Signal von unserem Wagen auf dem Schirm? Ja, Ben. Die Flüchtigen fahren gerade auf die Autobahn stadtauswärts. Alles klar, Bonrad. Jetzt ist er in unserem Revier. Das ist unser Job. Und ab auf die Autobahn, liebe Kollegen. Martinshorn an und dann Yalla. So, die Kurve noch nicht dicht. Das ist ja ein Geländewagen, können wir auch mal hier eine Abkürzung nehmen. Nein! Ah, scheiße. Da geht er in Flammen auf. Durchs Drehen hat er sich entzündet durch die... Das Signal bewegt sich nicht mehr. Der Wagen müsste auf dem Parkplatz stehen, den ihr gleich erreicht. Ja gut, dann erreichen wir doch mal den Parkplatz. Ja, natürlich fahren wir in jede Ecke rein bei dem Tunnel.
hatte das jetzt mit Autobahn zu tun? Weil das ist immer noch Stadt, finde ich. Also bin ich so der Meinung. Ich kann mich auch irren. Ich bin ja wahrscheinlich nicht qualifiziert dafür, aber sowas zu sagen. Ich wollte schon sagen. Hallo, sind Sie der Chef vom Kraftwerk? Geht's Ihnen gut? Ja, ich bin okay. Sie haben mich hier rausgelassen, sind dann beide mit dem Geld in den Transporter gestiegen und weitergefahren. Wie groß ist Ihr Vorsprung? Weiß nicht, vielleicht eine Minute. Kommen Sie allein zurecht? Ja, sicher. Schnappen Sie die Kerle. Davon, naja, eine Minute ist wohl ein bisschen übertrieben, ne? Die sind ja schon direkt hier vorne. 2% hat er schon. Okay, bei dem dauert es ein bisschen länger, glaube ich. Ich lasse den mal ein bisschen Vorsprung, dann können wir den mit Schwung hinten reinfahren. So zum Beispiel. Klar, wir überschlagen uns und er kann einfach weiterfahren. So, hier nehmen wir mal eine Abkürzung. Und er fährt natürlich genau in die andere Richtung. Das war so klar eigentlich. Jetzt hänge ich hier fest, das ist... Ah, scheiße, das läuft hier gerade nicht ganz so gut, finde ich. So, jetzt fährt er, glaube ich, Richtung Autobahn, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn er da ankommt. Man hört auch schon mal so ein bisschen die Gänge härter reinkloppen müssen. Dadurch, dass wir halt einen Schaden von 37% haben und der einfach da gegenhält, das ist ja unfassbar. So, jetzt aber. Jetzt wird er verarschen, oder? Ganz ehrlich, kurz bevor ich bei dem aufschlage, spawnt der weg. Das gibt's doch nicht. Klar. Soll ich? Meine Fresse, hau ab da, bin im Einsatz. So. Wo ist denn jetzt da? Naja, schnell fährt er auch nicht mehr, ne? So 90. Und tot. Und das schaffen wir nicht mehr, weil wir, haben wir verloren, nicht? Müssen wir nochmal neu machen. Scheiße. Fuck, ey. Mann. Ja, das schaffen wir nicht. Mission fehlgeschlagen. Fick dich doch. Zentrale für Cobra 11. Das haben wir schon. Wir haben insgesamt 5 Minuten. Also heißt es schnell... da hinfahren oder zur Tankstelle oder was da ist. Dann schnell ausschalten und dann schnell zum Punkt kommen. Wir müssen 3 Sachen in 5 Minuten geschafft werden und ich war ja schon wieder grandios. So, hier nehmen wir mal eine Abkürzung. Jetzt müsste gleich der Funksprung kommen. Cobra 11? Genau. Das Signal bewegt sich nicht mehr. Der Wagen müsste auf dem Parkplatz stehen, den ihr gleich erreicht. So, und diesmal erreichen wir ihn schon mal besser, glaube ich. Gut eingepackt, finde ich.
Zum Glück stand da keiner drin. Das wäre jetzt Matsche gewesen, ne? Weil so ein Porsche, der wiegt ja schon so einiges. So, jetzt hier sauber drüber springen. Und so weit fliegen einfach mal, das ist... So. Hallo, sind Sie der Chef vom Kraftwerk? Geht's Ihnen? Ja, kennen wir schon. Ich wollte ihn jetzt so diagonal und... Scheiße. Klar, ich schwing meine Kiste. Ich habe kein Nitro mehr. Fuck. Die sind auf jeden Fall schon mal besser als vorher. So, Viertel hat er schon mal weg. Jetzt ist es ein Drittel. Ja, und wir verlieren Reifen. Nee, ist klar. Boah, ich hasse die Autos so dermaßen in dem Spiel. Manchmal sind sie ja richtig geil, aber manchmal stören sie auch einfach nur, weil die dann mitten in diesem Scheitelpunkt von der Kurve spawnen. So, ich habe jetzt noch so eine Minute, würde ich sagen, um das Auto zu zerstören. Bam! Und hinten rein. Der qualmt sogar schon. Jetzt hat er 90%. 100 und jetzt müssen wir nur noch schnell zu diesem Punkt fahren. Wird wahrscheinlich die Dienststelle sein. Auch mal ausmachen, das geht wieder langsam auf den Sack. So, und dann haben wir auch die Dienststelle schon erreicht. Wir haben jetzt noch mehr Zeit, als wir vorher überhaupt hatten. Das finde ich ein bisschen komisch. Wir waren einfach, oder wir waren einfach besser. Kann auch sein. So. Und natürlich rutsche ich raus. Sehr gut, meine Herren. Das macht für jeden von Ihnen einen Tag Sonderurlaub. Weil wir unseren Job gemacht haben? Also hochgerechnet, Chefin, könnte ich dann schon in Ruhestand gehen. Einfache Antwort. Die Anweisung kommt von ganz oben. Waren das jetzt schon ein oder zwei Missionen? Ich weiß es gerade gar nicht. Weiter. Banküberfall. Haben wir den Fall freigeschaltet. Das Fahrzeug, Transporter, Geldtransporter. Den MPV-Taxi und die Strecke quer durch die Stadt und Business Center, das den Standort. So, weiter. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, ciao.